euch allen viel Vergnügen hier auf Twitch, auf YouTube ebenfalls. Weiter geht es hier vorne. Hier vorne haben wir mehr Arbeitskräfte hier mittlerweile, die ja untergebracht werden und leben können. Ja. Hier bauen wir denen gleich wahrscheinlich noch einen weiteren Betrieb in Anführungszeichen hin, irgendeinen Dienstleistungsbetrieb. Ja, das klappt hervorragend hier, wunderbar. Das sollte mit dem Marktplatz funktionieren, sehr schön. Und hier das Bordell kommt auch bis hier oben hin. Hier können wir auch noch das ein oder andere Häuschen daneben setzen. Das klappt auf jeden Fall. Ja. So, jetzt nehmen die Arbeitskräfte zu. Was wir von eben auch machen müssen, das ist, wir müssen noch weitere Rumrennereien bauen, und die baue ich natürlich mit Vorliebe, das wisst ihr schon, auf der Hauptinsel. Auf Galley Island, weil hier so viele Arbeitsplätze sind. Auch da haben wir demnächst nicht mehr viele Hilfsarbeiter und noch jede Menge Lohnarbeiter. Und hier setzen wir jetzt die... Oder wir gucken mal, ob wir eine Insel haben, bei der Rum effizienter gebaut wird, produziert wird. In der Regel sind die Bonusse nur solche auf... ja, hier vorne auch nicht auf Rohstoffe und nicht auf Fertigverarbeitung. Aber in Einzelfällen kann das trotzdem so sein. Hier ist es nicht so. Nee, im Augenblick keine Rumproduktionsinsel. Okay. Alles klar. Dann, wie viel Rum haben wir auf Vorrat? Wir haben eigentlich genug. Das ist echt verrückt mit der Statistik. Wir bauen auf Vorrat hier noch ein paar Rumbrennereien hin. Komm. Hier vorne hatten wir ein paar hingesetzt, genau. Also die Anzeigen sind leider nicht so toll. Eventuell gibt es ein Hanfproblem. Seile könnten eher ein Problem sein. Das ist keine Bauware, sondern etwas, was laufend versorgt wird. Schau mal, ob es ein Problem gibt mit Seilen. Nirgendwo gibt es ein Problem. Also solange mir hier keine Zahlen angezeigt werden, verzichte ich mal auf irgendwelche Panikmaßnahmen. Zwischenprodukte, solange das immer fast oben ist, ist okay. Eisenerz ist knapp. Ich weiß noch nicht mehr genau, wofür wir Eisenerz nutzten. Seile? Haben wir Baumaterialien? Eisen nutzen wir doch noch gar nicht. Es muss Zeug sein, das wir mal gesammelt haben. Alles gut. Also so ist okay, Deckel. Ach, wir machen einmal Rum auf Vorrat, komm. Weil wir gerade schon so viel Zucker gebaut haben, gesorgt haben. Ein weiteres Depot, die waren so billig. Schön zentral in der Mitte. Einmal Rum. Arbeitskräfte kommen von alleine hin. Achtung, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir brauchen nur mehr Hilfsarbeiter. Das wäre aber kein Problem. Wir können hier nach oben hin ausbauen. Wir haben hier vorne in der Mitte, das ist eine Taverne. Die ist aber nur für diese Arbeiter da. Anfragen müssen wir hier noch abschließen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir die Taverne nehmen oder was anderes. Jetzt geht es aber erstmal rauf, und hier vorne kommen noch ein paar Hilfsarbeiter hin. Die brauchen wir ohnehin demnächst. Und dann können wir noch ein paar hinsetzen. Das ist der Marktplatz. Wunderbar.
Straße raufziehen. Das sollte eigentlich von den so halbwegs hinkommen hier. Ja? Taverne ist nicht so relevant, Taverne wird nur hier nachgefragt. Nicht in den kleinen Gebäuden. Genau. Das hier vorne, das ist etwas abseitig gebaut. Mal woanders neu. Was ich schön finde, ist, wenn man einmal etwas abreißt und da war vorher Wald, dann kommt der Wald zurück automatisch. Das ist völlig, völlig seltsam von der Logik her, aber ich finde es sehr hübsch. Problemlos noch was hinsetzen. Klasse. Hier vorne kann man das ähnlich gestalten. Damit lassen wir mal frei für was weiß ich. Das ist doch prima. Jetzt haben wir hier deutlich mehr Arbeit. Die zahlen kaum Steuern. Nennenswert Steuern zahlen die Lohnarbeiter. Für den könnten wir auch noch für mehr sorgen. Die brauchen die Taverne hier. Das heißt, alles, was versorgt wird von der Taverne, ist potenziell für uns auch aufwertbar. Hier sind doch mehrere Gebäude, die wir aufleveln können. Das hier können wir aufbrezeln. Die beiden sollten wir auch brezeln können. Taverne reicht bis hier unten überall hin. Sehr schön. Ja, das hier vorne geht gerade noch. Die werden schon von oben teilweise versorgt jetzt. Klasse. Das sollte hier auch überall der Fall sein. Es gibt auch ein Aufwertungstool, das man benutzen kann. Das haben wir geschafft. Das hier oben könnte mit Ach und Krach die beiden reichen auch, ne? Das sollte die Bilanz deutlich verbessern, die wir hier mittlerweile haben. Die Einnahmenbilanz. Hier vorne können wir auch noch Wohnhäuser hinsetzen, ja, nur mal rum. Ja, hier geht es auch noch überall. Das ist ein Holzfäller, den können wir auch woanders hinsetzen, weil die Insel hat einen 50% Bonus auf Holz. Woanders gab es einen größeren. Hier vorne bauen wir erstmal ein paar noch hin. Bordell reicht auch bis hier unten hin. Ja, prima. Ja, da können wir es so mal lassen hier. Nachher könnten wir hier sogar noch ein weiteres Stadtzentrum hinsetzen oder es halt lassen. Hier oben passen noch welche hin. Die Holzleute machen wir mal weg. Ich glaube, wir baden in... Wir baden nicht in Rohholz. Wir können auf einer anderen Insel noch einmal für Rohholz sorgen. Ich mache das hier mal weg. Das engt uns zu sehr ein hier. Das ist das Modell, das sollte eigentlich sehr weit reichen.
paar weitere Häuschen bitte. Ja, reicht bis hier oben problemlos hin. Ist das nicht cool, wie die Bäumchen wiederkommen? Das finde ich total klasse. Bin ich echt ein Riesenfan von. Dass die Bäume aus Geist, wie von Geisterhand hier wiederkommen. Sehr, sehr hübsch. Kann man noch ein paar hinsetzen. Ja, reicht ebenfalls. Knapp, aber reicht. Ja, funktioniert. Sehr schön. Nota Pro. Vielen Dank fürs 11. Abo. Danke dir. Schönen guten Abend an euch alle. So. Und das funktioniert jetzt hier sehr, sehr gut. Deutlich mehr Leute. Wir schauen mal in die Bilanz rein, lieber Mittler. 734. Wir hatten uns überlegt, ob wir uns leisten können, so viele Tavernen zu bauen. Wisst ihr noch? Wir haben eine Taverne. Eine Taverne kostet, und wir hatten ja die Challenge noch nicht angenommen, auf jeder Insel eine Taverne zu bauen. Das sind die Tavernen. Die kosten 50 Gold. Das heißt, wir würden auf nochmal 200 Gold verzichten pro Tick. Das können wir uns mittlerweile locker leisten. Dadurch, dass wir, und jetzt müssen wir allerdings auch mal kurz gucken, ob alle anderen Waren wahrscheinlich. Wir hatten ja viele neue Bürger hier besorgt. Rechts Produktion, links Verbrauch. Die rechte Zahl muss größer sein als die linke. Hin und wieder sind so Anzeigen, wie gesagt, das stimmt nicht immer. Kann sein, dass wir zu wenig Seile haben, muss nicht sein. Das ist, die Anzeige ist mir ohnehin ein Rätsel. Also mit den Seilen könnte ich mir nur am ehesten vorstellen, dass da ein Fehler vorliegt. Also dass wir da noch nachjustieren müssen. Weil die Seile sind ein Bedürfnis der unteren Bevölkerungsgruppe hier. Wir schauen mal, wie viel wir an Seilen, nicht bei den Zwischenprodukten, sondern bei den Bedürfnissen und Wünschen auch im Lager haben. Reichlich. Wisst ihr was? Wir sorgen mal für eine Seilausbaustufe hier irgendwann. Also machen wir ein paar Seile mehr auf Vorrat. Wir Seile werden uns auf Handfair gestellt. 50 Arbeiter, wir haben mittlerweile sehr viele hier. Vorne hatten wir noch ein Depot hingesetzt. Überall hier daneben. Hallo Regenbogen. Ja, 736 Gold plus, wie das sein kann, durch die Steuern. Durch die Steuern, die unsere Leute bei der zweiten Bevölkerungsstufe vor allem zahlen. Das Spiel ist nicht so gigantisch schwer vom Schwierigkeitsgrad her. Das kann man echt nicht sagen, ja. Unmengen an Seile rein. Ach Mensch, aber etwas fummelig in der Bedienung, man kann es nicht anders sagen. Schauen, ob wieder ein paar Bäumchen entstehen. Ja, sehr schön. Arbeitskräftemangel haben wir nicht. Materialien kommen noch rein. Hanf haben wir wie viele im Lager? Achso, ich habe die ganze Zeit vergessen. Die neuen Gebäude müssen ja auch aufgewertet werden, dass die lokal eine größere Lagermenge haben. Wenn dann jemand rüberrennt zum nächsten Depot, kann der Bau hier weiterlaufen. Hatten wir die? Ach ja, ich habe die tatsächlich nicht überall aufgebaut.
aufgewehrt hat. Jedes Mal zwei Klicks, wo ich mich frage, Mensch, muss man das, kann man nicht irgendwie das als Standardeinstellung wählen? Auf Wunsch im Optionenmenü, dass die immer automatisch voll ausgebaut entstehen hier. Ein halbes Industriegebiet neu gesetzt. Oh Gott, wer weiß, wann ich das letzte Mal dran gedacht habe, dass die aufgewertet werden müssen. Die sind jetzt alle aufgewertet. Wo hatten wir die letzten Gebäude gebaut? Müssen wir jede Insel kurz abchecken hier. Die sind aufgewertet. Es geht um das interne Lager. Hier hatte ich dran gedacht. Na, immerhin. Und hier vorne müssen wir auch mal schauen. Die hatten wir letztes Mal gebaut. Das sollte eigentlich hier überall passen. Und dieser Hinweis, den hatten wir letztes Mal schon auf der Insel überaus. Lagerkapazitäten ausgereizt. Und schaut mal, wir hatten letztes Mal vier Depots daneben hingestellt. Ich kann nur raten. Immer noch das Problem, in Anführungszeichen, das wir hatten vor x Spielstunden. Überall rote Warnschilder. Hier gibt es ein Problem. Welches ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also es liegt sicher nicht daran, dass hier nichts transportiert werden kann. Vier Depots haben wir hingesetzt, die können bei Träger angelaufen werden. Die Gebäude sind aufgewehrt. Es könnte höchstens sein, dass insgesamt überall genug Fisch ist die ganze Zeit, wegen der Überproduktion zum Beispiel. Ne? Aber hey, ich weiß es nicht. Hier Hanf ebenfalls. Das sind die Zwischenprodukte, nennt man das. Hier Rohprodukte gibt es nicht. Könnte sein, dass wir einfach zu viel produzieren. Und das Problem ist, dass die Anzeige hier vorne... Also ich traue ihr nicht. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass das nicht ganz sauber läuft. Das ist jetzt nicht so schlimm. Weil das Spiel ist ja vom Schwierigkeitsgrad von Balancing her verträgt sowas hier. Es sieht nach gigantischen Überproduktionen aus beim Hanf. Hier seht ihr das, 20 Verbrauch, 8 Produktion, nee, gigantische Unterproduktion, angeblich beim Hanf. Es ist mir echt ein Rätsel. Ich kann es nur immer wieder sagen, auf die Gefallen euch zu langweilen hier. Ob die Lager klein sind, die sind alle aufgewertet hier. Also mehr als 2 Stufen geht nicht. Und die Depots kann man nicht aufwerten. Ich kann es ja nicht sagen. Ich gucke inzwischen eigentlich fast nur noch, wenn ich ein Feedback haben will, hier oben hin. Wir haben eine Gesamtlagermenge, die beträgt im Augenblick 55. Normalerweise 50 eben, für durch ein paar riesige Lagerhäuser kann man jeweils plus 5 an maximaler Menge dazu nehmen. Solange wir da immer knapp drunter sind, ist alles gut hier. Na? Scheint alles irgendwie zu passen und zu stimmen hier. So, dann, wir hatten gesagt, wir können uns die Taverne leisten. Wir nehmen mal die Quest an. Hier vorne war sie. An angry older gentleman with one leg and a hunch complains about the agonizing distance he has to hobble to get to island amenities and wishes there were more available. Ja, wir nehmen die Aufgabe an, 5 Tavernen auf allen Inseln zu bauen. Das heißt, sobald wir die gebaut haben, können wir hier drauf klicken. Dann ist das Problem gelöst. Das ist ein bisschen komisch, man nimmt nicht die Quest an, indem man auf den Button drückt, sondern man kann nur sagen, ja, das ist die Quest und ich kann nur bestätigen, dass ich sie schon geschafft habe. Jetzt bauen wir die weiteren Tavernen. Und die werden nachgefragt von den Leuten, der... Ach, es kann sein, dass wir doch noch ein paar Tavernen schon gebaut haben. Es kann sein, dass wir eine auf Red Island gebaut haben. Denn die Leute hier, die brauchen Tavernen. In den besseren Häusern, ja. Den bauen wir mal hier auf jeden Fall eine Taverne hin. Die ist ganz schnell super zugebaut. Das sollten wir uns jetzt gut überlegen, wo wir die hinstellen.
eigentlich hier? Wir müssen ein paar Häuser auf jeden Fall abreißen gleich. Weil das sind die zentralen Dienstleistungsgebäude für die unteren Leute. Bordell und Marktplatz. Für die nächste Bevölkerungsgruppe, da kommt jetzt halt die Taverne dazu. Und die hat natürlich auch einen begrenzten Radius, wie ihr seht. Und da eigentlich so hätte ich gerne alle drei Gebäude in der Mitte. Und das geht schon gar nicht mehr sauber. Das ist ein Produktionsgebäude. Deshalb müssen wir irgendwo was abreißen. Am besten in der Richtung, in der wir auch weiter expandieren können. Das ist tendenziell hier unten rein, ne? Dann müssten wir ausgerechnet die vier allerdings wegmachen, die wir schon aufgewertet haben. Das wäre echt schade. Und hier unten können wir dann noch einen Marktplatz notfalls hinsetzen und noch ein zweites Bordell. Dann reißen wir die vier hier ab. Oder wir gehen hier in die Mitte rein. Hier rein und bauen. Das können wir auch machen. Der Produktionsbonus ist ja auf Fisch und auf Hanf. Fisch kann man nur an den Küsten bauen. Das haben wir schon ausgereizt. Und Hanf nimmt auch Platz weg, da kann man aber in die Lücken reinbauen. Hier können wir reingehen. Hier vorne so rein. Hier gehen wir rein. Ja. Eine Taverne. Da ist klüger gewesen, die ja unten rechts rein. Nee, komm, wir machen jetzt einmal hier hin. Müssen ein bisschen noch weiter umbauen, damit es hier vernünftig klappt. Einmal hier lang bitte. Fehlen gleiche Arbeitskräfte, bitte nicht aufschreien. Es geht bis hier unten hin. Das funktioniert so halbwegs. Hier unten ein Stück Straße lang ziehen wir können. Sehr schön. Die reicht mit Ahunka auch noch bis hier unten hin. Wunderbar. Und das ist die Taverne, die ganz viele Leute versorgt. Der Stufe hier vorne. Arbeitskräfte sind knapp, wir sollten noch ein paar weitere Wohnhäuser bauen. Danke an The Art of Fahrt. Ein sehr zweifelhafter Nickname, aber ein sehr freundliches Abo. Vielen Dank fürs Zweite. Danke für den netten Satz, den du geschrieben hast. Jetzt bauen wir hier oben. Hier oben kann man noch ein bisschen was hinsetzen, ne? Wir ziehen hier mal eine Straße lang und gucken, ob das klappt. Das Bordell hier vorne reicht mit Ach und Krach. Eieiei. Nicht wirklich hier rauf. Die sind billig im Unterhalt. 20 Gold im Unterhalt. Also wir könnten sagen, wir bauen noch einen Marktplatz, noch ein Bordell hier unten hin. Und dann können wir nämlich die Taverne komplett nutzen hier. Aber im Augenblick ziehen auch noch weitere Leute in die Hütten rein. Wir können im Moment auch einfach abwarten. Das erstmal so lassen. Jetzt haben wir zwei Tavernen, jetzt brauchen wir noch drei.
Nee, fünf hatten wir, hieß es, ne? Fünf Tavernen bauen. Einen haben wir hier vorne gebaut. Auf der Hauptinsel. Einen haben wir hier gebaut. Wir haben doch nur vier Inseln. Das heißt, wir müssen auf einer Insel zwei Tavernen bauen. Das heißt, die zweite müssen wir auf Galley Island bauen. Hier vorne. Eine fünfte Taverne. Fünf mussten wir bauen, ne? Eine Taverne steht hier in der Mitte. Da könnten wir hier nach oben hin ausbauen. Und hier die Stadt nach hier oben hin erweitern. Ja? Wir können auch hier eine hinsetzen und nach unten hin erweitern von hier aus. Das machen wir. Eine und da die zweite dann. Wir könnten die hier dazwischen setzen, so schräg rüber. Dann könnte die nicht etliche Häuser, die dazwischen, die hier dazwischen stehen, zwischen den beiden Bordellen und Marktplätzen, versorgen. Vielleicht hier so hin. Oder hier hin. So eine große Reichweite. Ich baue mal hier vorne rein. Ah, doof, dass das jetzt nicht so ein 2x3 Gebäude ist, sondern eins mit 4x4, ne? Ich will nicht alles abreißen oder neu bauen. Wir bauen mal hier ein. Das ist so doof. Geht nicht anders. Geht nicht anders, da müssen wir durch. Eine Taverne hier vorne in die Mitte rein, weil ansonsten wird das einfach nichts. Einmal hier hin. So. Den Weg dahinter. Hier geht's rüber. Hier. Und hier können wir die Häuschen dann wieder neu dazwischen setzen. Na, können wir dann hier auch Aufwertungen vornehmen. Das, die sind alle gut versorgt hier. Das reicht mit den Marktplätzen hier überall hin. Und hier kann man drumherum jetzt ein paar Upgrades durchführen. Mit dem hier vorne. In der Nähe von Taverne, von Bordell und von Marktplatz. Gut versorgt. Das geht gleich nochmal schön ins Geld für uns rein. Wenn wir auch höhere Einnahmen mit erzielen. Die sind gerade erst gebaut worden, deswegen können wir die noch nicht upgraden. Die haben noch nicht die optimale Versorgung mit allen Waren erzielt. Es läuft über Zeit hier. Die liegen ja auch dicht bei den anderen daneben.
Gleich haben wir keine von nicht mehr genug Leute von der ersten Bevölkerungsgruppe. Wir können es also nicht übertreiben. Das bringt extrem mehr Geld rein, steuert allerdings natürlich auch die Nachfrage nach vielen kostbaren Waren.